Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin heute mal wieder am Waldsee Bad Laa, aber diesmal nicht, um Fische zu fangen, sondern um euch ein paar Tricks zu verraten, wie man seine Ruten und Rollen sicher verpackt ans Gewässer bekommt. Tatsache ist, dass ein ganz großer Teil, ungefähr 80% der Ruten, die wir zur Reklamation bekommen, die angeblich beim Drill oder beim Werfen oder sonst was kaputt gegangen sein sollen, beim Transport kaputt gehen. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch sehr schön verhindern kann. Das Einfachste, um jetzt solche Steckruten, Spoonruten zusammenzunehmen, ist natürlich einfach ein handelsübliches Gummiband. Man kann sowas eben nehmen, doppelt nehmen und dann hier einmal drumherum, dann ist das schon mal gesichert. Das ist aber natürlich nicht besonders routenfreundlich und stattdessen nehme ich persönlich lieber sowas, zum Beispiel aus Neopren. So sieht das Ganze verpackt aus und ja, da ist extra ein Loch drin, da kann man den Rutenring einhängen und dann kann man das Ganze eben sehr schön sichern. Ist ein bisschen dick, ist ein bisschen wulstig, aber sehr schön weich und das kann auch ruhig mal irgendwo draufhauen, ohne dass da was passiert. Das gibt es auch noch mal in einer etwas kleineren Version. Und ja, um das mal eben aufzumachen. Das ist eben normales Klettband. Da sind zwei verschiedene Längen drin und das könnte man jetzt eben genauso gut nehmen, einmal durchstecken und dann ist es auch gesichert. Das ist vor allen Dingen so für den Griffteil zum Beispiel eine Sache, die sehr gut funktioniert. Was ich aber wirklich gut finde und was wirklich sehr, sehr, sehr gut schützt, ist etwas anderes. Und zwar habe ich das hier dran gemacht. Ich habe hier, das ist so ein Verhüterli. Und so ein Verhüterli verhütet einfach den Spitzenbruch. Ich habe hier die Spitze praktisch zu dem dicken Griff gelegt. Hier sind die beiden Enden, die man zusammensteckt. Und dann habe ich das hier reingesteckt. Und kann es jetzt eben mit dem Klettband auch noch mal sichern. Das verhindert wirklich zuverlässig, dass eine Spitze beim Transport brechen kann. Okay, eigentlich wollte ich ja nicht angeln, aber ab und zu muss ich dann doch noch meinen Break durchs Wasser ziehen. Um die Ruten zu transportieren, gibt es ganz neu, seit ungefähr 10 Tagen auf dem Markt, ein Spoonfutteral. Das hier ist mit drei Einschüben für drei Ruten. Die Rute, die wir vorhin so gesichert haben, kriegt man natürlich wirklich hervorragend da rein. Und so kann wirklich nichts passieren. Die Futterale nennen sich Hardcase, weil hier hinten eben richtig was Hartes, ja, ein harter Kunststoffeinsatz ist. Der ist
Vorne ist es eben so gemacht, dass man die Rollen mitnehmen kann. Man hat zum einen einen Schultergurt, um die ganze Sache umzuhängen, und man hat auch einen ganz normalen Griff. Wie gesagt, man bekommt in das große Hardcase sicherlich 6 Routen mit Rollen rein, ohne Probleme. Ich habe meistens 3 Routen drin, die ich ja ganz normal benutze, und habe dann zum Beispiel noch einen Kescherstab bzw. meine Unterwasserstange von meiner GoPro da drin und solche Sachen. Hier ist nochmal die zweite Version, eben mit nur 2 Einschüben. Das ist die Version mit 3 Einschüben. Ich habe die zweite nur zu Demo-Zwecken mit dabei, die benutze ich persönlich gar nicht. Ich benutze die mit den 3 Einschüben, da bekomme ich alles rein, kann immer noch eine Ersatzroute mitnehmen. Das ist dann wirklich, ja, wirklich viel Platz. Es gibt davon auch noch mal eine lange Version, die ich seit Jahren benutze. Die lange Version ist schon seit langem auf dem Markt. Die gibt es eben auch noch mal, noch ein Stückchen länger für Feederrouten und so weiter. Diese Version benutze ich seit Jahren für meine Katapult, meine Tele-Routen und so weiter. Aber ganz neu auf dem Markt ist eben die kurze Version für Spoon-Routen. Und ich blende euch jeweils die Preise und die Längen und die Maße und so weiter unten ein. Auf dem Markt haben wir diverse Taschen. Das ist meine kleine Tasche, die ist für mich unverzichtbar, da habe ich mehrere von. Die ist innen drin nochmal isoliert, das ist eigentlich gedacht als Ködertasche. Ich benutze die ganz häufig, um meine normalen Essenssachen mitzunehmen, und zwar auch auf Messen und so weiter, praktisch als kleines Handtäschchen, wenn man so will. Und da habe ich mehrere davon, einmal für Köder und einmal eben für meine normale Nahrung. Interessant für Spoonangler sind eigentlich diese beiden Taschen. Das sind ja Taschen aus so einer Art LKW-Plane mit Einschüben für eine Route. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Ist auf der anderen Seite auch nochmal. Hier ist auch nochmal so ein Einschub. Und da kann man zum Beispiel, wenn man seine Fische abschlägt und den Haken rausmacht und so weiter, seine Route abstellen, damit man die nicht in den Dreck legen muss. Dazu gibt es nochmal. Da sind keine Fächer drin, sondern man hat normalerweise seine Spoon-Täschchen und so weiter da drin. Hier vorne ist nochmal ein Einschub für eine Zange, beziehungsweise ich habe da eine Arterienklemme drin, damit man eben zum Beispiel den Haken auch aus den Fischen rausbekommt. Man kann genauso gut natürlich einen Totschläger und so weiter da reinmachen. Bei der schwarz-gelben Tasche ist nochmal für den Deckel hier ein Halter, sodass man den auch halb aufmachen kann. Es sind dazu 2 Griffe, die man verbinden kann. Und es ist nochmal ein großer Tragegurt dabei. Die blau-orange Tasche ist eine Tasche von Seika. Da habe ich meine ganz normalen Spoonboxen und so weiter drin. Da passt wirklich eine Menge rein. Und was beim Kauf mit dabei ist, ist so ein Teil, was man von außen einhängen kann.
Da kann man seine Route reinstellen. Dann kann man an der Seite die Tasche nicht mehr zumachen, aber man kann sie auf dieser Seite zumachen. So, und kann jetzt das Ganze auch mitnehmen entsprechend. Zu der Tasche dazu gehört noch mal ein kleines Täschchen. Da habe ich zum Beispiel noch mal zusätzliche Zangen drin, eine Sprengringzange zum Beispiel, wenn man mal den Haken wechseln muss. Solche Sachen kann man natürlich ganz normal zumachen. Einfach mit Klepp vorne vor, passt. Mit dem allen zusammen kommt man eigentlich wunderbar klar und hat eigentlich mit relativ wenig Handgriffen seine ganzen Routen, seine ganzen Utensilien mit dabei, damit man zum Spoonangeln ans Gewässer kann. Ich hoffe, euch hat dieses wirklich kurze Video gefallen, aber ich habe diese Woche ganz wenig Zeit gehabt. Ich habe wirklich mit Fishing King noch mehrere Videos abgedreht für den Fishing King Kanal und ich möchte euch noch wieder aufmerksam machen auf den University-Kurs, den ich gemacht habe, zusammen mit Fishing King. Da gibt es ungefähr 50 Lektionen zum Angeln am Forellensee, wovon man sich einen großen Teil erstmal auch umsonst angucken kann. Ansonsten wünsche ich euch jede Menge dicke Fische bis zum nächsten Donnerstag und ich hoffe natürlich, dass ich euch auch sehe auf der Lingener Messe am nächsten Wochenende. Da halte ich jede Menge Vorträge und ich bin da natürlich zum Quatschen. Und wenn euch der Film gefallen hat, gebt mir ein Like oder ein Abo. Bis dann. Ciao.